Rentenantrag im Jahr 2022 stellen. Tipps vom Rentenberater. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Rund 829.000 Menschen haben im Jahr 2020 einen Rentenantrag für eine Altersrente gestellt und auch diese bewilligt bekommen. Im Jahr 2021 waren es wahrscheinlich ähnlich so viele Versicherte. Die statistischen Zahlen der deutschen Rentenversicherung habe ich noch nicht vorliegen. Für das Jahr 2022, so gehen wir davon aus, wird es einen Anstieg in den Antragszahlen für Altersrenten geben. Grund sind dafür die Babyboomer, die also langsam aber sicher in Rente gehen. Also die Geburtsjahrgänge ab 1960 sind ja bald dran. Für alle Versicherte ein paar Tipps und Hinweise, was Sie beim Rentenantrag 2022 beachten sollten. Und da stellt sich natürlich als allererstes mal die Frage, was ist denn überhaupt ein Rentenantrag? Kurz gesprochen ist es nichts anderes als Ihre, jetzt wird es juristendeutsch, rechtsgeschäftliche Erklärung, dass Sie eine gesetzliche Rente beanspruchen wollen. Und diese Erklärung ist empfangsbedürftig, das heißt also, Sie sagen Ihrer Rentenversicherung, liebe Rentenversicherung, ich möchte eine Rente haben. Und das ist ein Rentenantrag. Und was löst denn eigentlich Ihren Rentenantrag aus? Der Rentenantrag löst ein sogenanntes Rentenverfahren aus. Also ein behördliches Verfahren durch die Rentenversicherung, die dann erstmal prüft, ob Sie überhaupt Anspruch auf die begehrte, beantragte Rente haben. Das heißt also, die Deutsche Rentenversicherung prüft zum Beispiel Ihr Lebensalter und auch die notwendigen Wartezeiten, die Voraussetzung für eine Altersrente im Einzelfall sind. Ohne Antrag keine Rente. Das sollten Sie sich bitte merken. Gerade bei Altersrenten muss klar sein, Sie müssen einen Rentenantrag stellen. Sie müssen der Deutschen Rentenversicherung klipp und klar sagen, Rentenversicherung, ich möchte meine Rente haben. Was nicht geht, ist, wenn Sie der Rentenversicherung eine Mitteilung machen, dass Sie eine sogenannte Rentenauskunft haben wollen, um zu prüfen, ob Sie im Jahr 2022 in Rente gehen können. Das ist kein Rentenantrag. Wenn Sie einen Rentenantrag stellen, Vorsicht, Falle, Arbeitsverhältnis. Eine bewilligte Altersrente, auch vorgezogene Altersrente, kann ein bestehendes Arbeitsverhältnis automatisch beenden, wenn zum Beispiel in einem Tarifvertrag eine entsprechende Beendigungsklausel enthalten ist. Auch bei Erreichen der Regelaltersrente kann es automatische Beendigungsregelungen von Arbeitsverhältnissen in Tarifverträgen oder in Arbeitsverträgen geben. Wenn Sie glauben, dass Sie per se bei einer vorgezogenen Altersrente weiterarbeiten können, können Sie da in eine ganz böse Falle reintappen. Und deshalb kann ich Ihnen nur sagen, bevor Sie einen Rentenantrag stellen, bitte prüfen Sie Ihre arbeitsrechtlichen Papiere, ob nicht mit Beginn der Rente oder mit dem Rentenbescheid nicht das Arbeitsverhältnis dann beendet wird oder beendet ist, aufgrund tariflicher Regelung zum Beispiel, und Sie dann eben nicht in den Genuss der hohen Hinzuverdienstgrenze von 46.060 Euro für das Jahr 2022 kommen können. Vorsicht, Falle, Teilrente. Wer eine Teilrente im Jahr 2022 wegen der Pflege naher Angehöriger beantragt, sollte vorher bitte ganz genau nachlesen. Teilrenten als Altersrenten können sich nämlich nachteilig auf bewilligte Betriebsrenten auswirken. Also hier genau prüfen, bevor Sie einen entsprechenden Rentenantrag auf eine solche Teilrente stellen. Und dann der Klassiker Vorsichtfalle Rentenantrag R100. Viele Versicherte oder viele Menschen, die eine Altersrente beantragen, die müssen Formulare ausfüllen. Und den sogenannten Formularantrag R100. Und dieser Formularantrag R100 hat es wirklich in sich. Schon alleine auf der ersten Seite das richtige Kreuz bei der entsprechenden für Sie geltenden Altersrente zu stellen, bedeutet, dass Sie erstmal selbst prüfen müssen, ob Sie A, zum Beispiel ein entsprechendes Lebensalter erreicht haben und dann B, ob Sie die entsprechenden Wartezeiten für die Altersrente, die Sie beantragen, auch tatsächlich erreicht haben. Und das sind Rechtsprüfungen, wo die meisten Versicherten dann wirklich ins Zweifeln kommen und deshalb sich gut beraten lassen beim Rentenantrag.
Gehen Sie entweder zur Deutschen Rentenversicherung oder zu Ihrem Regionalträger, der für Sie zuständig ist. Und wenn Sie dort keinen Termin bekommen, dann können Sie auch gerne bei rentenbescheid24.de anrufen oder unsere Kontaktmail nutzen und uns beauftragen, für Sie Ihren Rentenantrag für das Jahr 2022 zu stellen. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.